So, was machen wir? Ich weiß es immer noch nicht. Wir könnten mich mit Helen unterhalten. Genau, das können wir machen. Da können wir vielleicht Helen auch wieder ein bisschen, ja, da sind wir dann auch wieder gleich voll. Das ist optimal. Dann werden wir als nächstes. Yay, sehr gut. Wir werden mal unser Kochbuch ein bisschen entrümpeln, glaube ich. Und werden mal die ganzen alten Gerichte alle raushauen. Und werden dann mal ein paar neue machen. Warte mal, wo waren das? Neues Video, da. So, dann werden wir die mal hier. Weil die haben wir ja eh alle durch. Ja. So, dann werden wir die alle raushauen. Alle weg hier. Irgendwie mache ich trotzdem wieder ein Minus. Ich habe 7 Dollar bezahlt und nur 1,75 Dollar wieder zurück. So, das noch. Wie viele Gerichte haben wir denn? Ja, Wahnsinn. Das noch. Und das noch. Und das noch. Können wir zu dem noch eins machen? Okay, ist halt dumm zuerst das. Gut, da können wir keins machen. Oh, das will ich aber nicht löschen. Das lösche ich mal. Ah, wobei, da könnte man eigentlich noch. Aber wir haben ja schon Kochtipps gemacht. Das ist, glaube ich, dumm, dann auch mal das Rezept zu erklären. Was ist mit dem? Da haben wir auch alles. Gut, dann haben wir erstmal alles verkauft. So. Dann gucken wir. Wir haben jetzt 43.000. Das ist okay. Oh, wir haben ja fast die 50.000 jetzt geknackt. Voll gut. So, dann schauen wir mal. Wir können. Achso, das hier ist 3. Ah, okay, ich verstehe. 3 von 4. Kondensmilch haben wir noch. Dann kaufen wir das hier auf jeden Fall mal noch. Naturreis können wir noch einmal kaufen. Warum steht jetzt hier überall 3 von 4? Das verstehe ich nicht. Achso, ich kann, glaube ich, maximal 4 von denen haben. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Nee, meine Vorratskammer ist. Wo sehe ich? Das ist aber auch dumm. Wo sieht man? Wo sieht man, dass man. Dass die Vorratskammer voll ist? Kann ich Zutaten entfernen? Nee, kann ich, glaube ich, gar nicht. Das ist aber auch schlecht. Wie kriege ich jetzt die hier weg? Okay, halt. Mal kurz gucken, was wir in dem anderen China-Rind. Hatten wir Rippchen, Brokkoli und Reis. Rezept erstellen. Gesundheitsbewusst. Dann machen wir das. Okay, das passt nicht wirklich. Passt. Achso. Oh. Das passt nicht wirklich zusammen. Das Ei hier, das ist nicht richtig. Steinpilz passt mit. Warum passt Steinpilz mit Knoblauch und Petersilie nicht zusammen? Das passt doch eigentlich. Aber das passt zumindest alles im Bereich Healthy. Das sieht ja auch aus, wie gekotzt ist. Wie nennen wir das? Italienischer Wald. Ich schreibe ein italienischer Wald. So. Dann müssen wir aber erstmal schlafen, dass wir ein paar Glühlampen wieder bekommen. Und wir sind auch gleich wieder Level up. So. 34 Glühlämpchen, dann ziehen wir uns noch einen Hamburger rein. 44.000 Abos, dann haben wir die 6.000, 6.000 fehlen noch. Optimal, neues Video. So, wir machen zuerst ein Rezept erklären mit dem Messer und der Pfanne. Wobei, wir haben Reis, kann man eigentlich in einem Topf machen. Wir probieren das mal in einem Topf. Wir probieren das mal in einem Topf. So, Webcam. Wir müssen neue Webcam kaufen, glaube ich. So. Ja, how to. Da blieb ein Leerzeichen. Italienischer Wald. Das machen wir weg. 97 Dollar. Das heißt, die Miete. Oh, Miete haben wir ja eh schon bezahlt. So, ich starte die Aufnahme. Das brauchen wir 7777777. Dann machen wir erstmal eine formelle Begrüßung. Ah, fuck. Wir hätten ja hier oben so ein Smiley gehabt. So einen lachenden. Okay, dann hauen wir mal einen lustigen Kommentar rein.
Ein Böser. Mach mal einen singenden Kommentar, mal gucken. Ah, okay, das hat gepasst. Wartezeit, bevor du mit dem Korn fortfahren kannst. Und so einen verwirrten. Mach mal einfach einen unlustigen Kommentar. Kriegen wir wenigstens über noch ein Pünktchen. So, mal gucken, was brauchen wir noch? 2, 1 und 3. 2, 1 und 3. Dann können wir das nehmen. Und dann kriegen wir jeweils noch einen Punkt. Dann sind wir da voll. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch drei Pünktchen kriegen. Oh, das sieht doch gut aus. Sehr gut. Und jetzt gucken wir, dass wir noch Nachbearbeitung hinzu. Da fällt auf den Boden, aber. Machen wir mal einen mörderischen Blick. Gucken, ob das gut ist. Ja, hat's gut gepasst. So, dann haben wir mal noch Outro mit Logo. Okay, jetzt haben wir nur 4 von 7, aber das können wir dann durch die Effekte noch zusätzlich hinzufügen. Jetzt müssen wir nur wieder gucken, weil wir haben ja. Warum haben wir hier eigentlich nur 7, aber haben jetzt 8? Ist auch komisch. So, wir hauen auf jeden Fall den Anfang rein. Das ist klar. Brauchen wir eins, was oben ist? So, eins haben wir gar nicht. Dann können wir aber das dranhauen und dann das. Und oh, wir müssen Big Timmy Burger wieder arbeiten. Oh Gott. Okay, warte mal. Das hauen wir dran. Das hauen wir dran. Schlecht. Das hauen wir nicht dran, sondern das. Dann nehmen wir das und dann nehmen wir das. So, gucken 6. Das ist mal voll. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen weichen Fokus, einen Titel. Dann haben wir das alles voll. Und dann machen wir noch Hintergrundmusik und dann war's das schon. Gut, rennen. Interesse 80, Ergebnis 1100, das ist okay. Videobearbeitung levelt man halt immer extrem, das ist halt übel. Hochladen. So, umziehen. Krawatte passt. Passt ja eigentlich alles soweit. Ja. Dann gehen wir mal wieder arbeiten in Big Tummy. Ach, Big Tummy Burger heißt das, gar nicht Big Timmy. Oh, 149 Dollar. Okay, und nochmal kurz gucken. Ah, siehst du, man muss nämlich das Utensil auf das Ding. Und dann wahrscheinlich mit dem anderen. Und dann mit diesem Tablett das einsammeln. Und dann hat man das. Ah, okay, ich verstehe. Gut, dann probieren wir das jetzt aus. Jetzt werden wir es schaffen. Was habe ich überhaupt hier alles? Was ist das? Was ist das alles? Hallo, Sir. Sie brauchen Kartoffeln und das. Und das. Ah, geil, das hat geklappt. Und dann machen wir das und das mit dem und dem. Ah, Oh, das war vielleicht das Falsche, ja? Verdammt. Okay, gucken, einen Saft. Einen Saft kriegen Sie. Ist überhaupt kein Problem. Diese Hektik hier. Wir brauchen das, das, hacken, das, das. Ja! Okay, ich verstehe. Oh, jetzt haben wir einen Dreh aber raus hier. Jetzt haben wir einen Dreh raus. Jetzt haben wir einen Dreh raus. Wir brauchen das und das mit dem. Kann das sein? Ja! Oh, wir werden so unglaublich gut jetzt. Wenn die halt nur einzeln kommen, ist das auch relativ einfach. Aber wenn dann mehrere auf einmal kommen, ist das echt kompliziert. Wir brauchen das. Und dann brauchen wir das. Nochmal. Hä, warum? Das hat doch gestimmt. Habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Kann das sein? Chain 0. Ist wieder aber zurückgegangen. Ist aber schlecht. Okay, gucken, gucken. Saft. Okay, der braucht das mit dem und dem und yay! Okay, gut. Haben wir das auch geklärt, aber was habe ich hier mit dem Molekularding falsch gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Okay, Kartoffeln und. Das müsste eigentlich das sein, oder? Ja! Oh, voll geil! Voll den Dreh raus, Mann! Kommt schon, 1:30 noch. Los, kommt! Es gibt jetzt bestimmt noch mehr Geld. Die hätte nur gerne das. Yay!
So. Kartoffeln. Okay, das ist jetzt echt leicht. Das ist jetzt echt zu leicht. Okay, zwei Leute noch. Ich bin noch an. Komm, bestellt, bestellt, bestellt. Bestellt. Der mit dem und der mit dem. Ja! Chain 7. Chain heißt doch Kette. Achso, das ist ein Lauf. Ah, okay, also wenn ich einen Lauf, einen Run habe. So. Okay, das heißt im Prinzip, wir erstellen ja die Rezepte selbst, wenn wir sagen, okay, wir wollen dort arbeiten. Das heißt, wenn wir uns leichte Rezepte suchen. Boah, voll gut! Perfekt 7, gut 5. 2 durchschnittlich, 1 schlecht. Ist okay. Punkte. Serie Rang S. Für super? Weiß ich nicht. Gut haben. Boah, voll gut. Wir haben 2300 Abonnenten mehr bekommen. 243 Dollar Einnahmen. 180 haben wir bezahlt. 63, ey, ein Gewinn von 63. Immerhin. Immerhin. Boah, wie viel Geld wir jetzt haben? 393. Erstmal shoppen gehen. Wir haben. Achso, oh, da hat der gar nicht gerendert. Ja, mein Computer geht ja gar nicht. Ja. Okay, zumindest haben wir die Aufgabe erfüllt. Du hast eine neue Videoart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihnen zu machen. Deine Fans werden es mögen und vielleicht abonnieren dich auch ein paar Abonnenten des beliebten YouTubers. Sehr cool. Sehr cool. So, Interview freigeschaltet. Drei neue Karten. Maximale Glühlampen, Clothing, Idee und PC World. Tja, 393 Dollar. Wir haben jetzt Monatsanfang. Vom Prinzip her könnten wir ja jetzt uns nochmal einen neuen Rechner kaufen. Weil dann geht der Kreis hier vielleicht auch mal schneller voll. Ist jetzt die Frage, ne? Was ist jetzt die Frage? Muss man machen. Kurs. Aber Kurs habe ich keinen Bock. Kurs müssen wir eigentlich auch nicht belegen. Für was? Tonbearbeitung für fortgeschrittene, Computerwissen für Anfänger, Digitaleffekte für Anfänger, Videoaufzeichnung. Ich weiß nicht, weil wir leveln das ja auch so hoch. Da brauche ich eigentlich echt keinen Kurs mehr zu machen. So, jetzt warten wir mal noch kurz, bis hier der Video hochgeladen ist. So, mal gucken, gibt es hier irgendwelche. Was ist denn das hier? Green Party. Karate Kid, Silence of the Lil Lambs, Starbucks, Back to the Past. Oh, hallo, du bist ein erfahrener YouTuber. Hallo. Oh, was? Hallo Hugo. Da du so ein erfahrener YouTuber bist, möchten wir vom Sterne Verlag dir anbieten, deine Biografie zu veröffentlichen. Hättest du Interesse daran? Pff, Biografie. Macht heutzutage jeder. Viel zu Mainstream. Pff. Was? Der Verlag freut sich? Ich hab doch gesagt, nein, danke. In Zukunft mit dir zusammenzuarbeiten. Das wollte ich doch gar nicht. Hallo? Ich hab nein geklickt. Hab ich nein geklickt? Ich hab doch nein, ich hab doch hier rechts. Okay, dann chatten wir ein bisschen. Ich hab doch aber nein geklickt. Warum hab ich jetzt ja, obwohl ich nein? Verstehe ich nicht. Aber das mit dem Restaurant arbeiten ist echt cool. Können wir. Ah, hier, ein verfügbarer Restaurant kochen. 1. Oktober. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut. Was wollen wir machen? Einkaufen. So, PC World. Oh, der kostet 390. Das wird eng. Wobei, wir haben jetzt noch ein Video, was hochgeladen wird. Muss ich überlegen, wir haben ein Video, was hochgeladen wird. Was kann die hier eigentlich? Normale Auflösung, niedrige Auflösung, ausgeschaltet. Und was kann die? Niedrige Auflösung, normale Auflösung. Kein Filter, Stereoausgabe. Was ist das eigentlich für eine Cam? So eine. Brauchen wir nicht. Mikrofon Pro Live. Popschutz, kein Filter, ausgeschaltet. Stereo. Für was brauchen wir das hier? Oh, hier ist das neue Handy. Okay, das kaufen wir.
Was war da? Oh, Orange freigeschaltet, mein erstes Smartphone. Yay! Aber den Rechner hier, ich weiß nicht, das hier bringt ja auch gar nichts. Monitor, Tastatur. Bringt ja null, genauso wie Maus. Brauchen wir ja nicht. Das Geld können wir uns schenken. Rechner ist wichtig. Mikrofon und Kamera. Was eigentlich so. Wenn du im Internet surfst, stößt du auf einen Fang, sieh dir an, wie diese Person ihr Leben. Nein, ignorieren. Dies hier, das ist nämlich wieder ein Virus. Und ich hatte. Oh, geil! 52.000! Ich hatte 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres, einen größeren Ort, um noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauchte meine eigene Wohnung. Ja, das Problem ist, das habe ich ja schon gesehen. Jetzt halt. Ist halt Stier 320. Lass mal das geile neue Handy hier nehmen. Mit deinem neuen Strawberry Curse 9000 kannst du deine Freunde und andere YouTuber auf ihrem Profil folgen und über ihre Meinung zu vielen Themen über die Pinnwand deines Handys lesen. Es besteht kein Zweifel darin, dass soziale Netzwerke ein sehr nützliches Werkzeug für jeden YouTuber sind. Ja, das ist bestimmt. An der Pinnwand kannst du die Posts von Leuten sehen, denen du folgst und ihre Meinung zu verschiedenen Themen herausfinden. Manchmal geben sie auch Tipps für deinen Kanal, also sei wachsam. Cool. Oh, richtig, mit sozialen Medien kannst du kürzlich hochgeladene Videos Förderung mehr Aufrufe zu bekommen. Beachte, dass ein Video-Promotion Geld kostet. Falls das Video schlecht ist, ist die Promotion sinnlos. Das ist mir bewusst. Sergio hat heute geschrieben: Christopher, was? Kena, wollen wir nach Hause gehen, um ein bisschen zu spielen? Was? Kena? Was geht da mit Sergio? Dangelo! Brandon, was der will mit Wiss? Was ist das hier? Kymani, das ist am nächsten an einem modernen Superhelden dran. Alles, was ich jemals gesehen. Alle. Was? Verrücktes Haar ist wieder da. Was zur Hölle ist hier los? Also, da kann ich nur. Oh, Sergio. Gefolgt? Achso, das sind die. Achso, das sind die ganzen Leute. Ah, okay. Ich verstehe. Schneiden ist der auf Level 19. Warum ist der hier so hoch? Braten, frittieren, kochen. Mikrowelle, Ofen, Grill, Fritteuse. Oh, kann man Grill und einen Backofen kaufen? Bewerben. Ah, jetzt kann ich das mit dem Hashtag versehen. Okay. Verstehe. Lass mal überlegen. Wir müssen das Video noch machen in Tipps und Tricks. Das heißt, wir futtern was. Dann schnacken wir jetzt noch kurz mit Camilla und dann gehen wir schlafen. Und dann laden wir das andere Video mal noch hoch. Genau, dann laden wir noch den italienischer Wald. Laden wir dann noch hoch mit Tipps und Tricks und promoten das mal. Oh, das waren noch 150 Dollar, das hat Stier. Das hat schon viel. 150 Dollar. Ja, mach das ruhig. Ich meine, das ist zwar nicht schneller, aber hey, kein Problem. Wir müssen uns eine neue Wohnung kaufen, da kommt nie einer. Definitiv. So, jetzt machen wir noch ein neues Video. Nämlich mit dem hier: Kochtipps. Achso, halt. Kommentare lesen. Kommentare lesen. Ich hätte für dieses Rezept ebenfalls gerne Topf benutzt. Vielleicht sehen wir sehen von. Das ist sehr, sehr geil. Man kann ein Video echt verbessern, wenn man es nachbearbeitet. Was für ein tolles Rezept. Anfängermesser hat auch gepasst. Sehr geil. Also, kleiner Topf. Und Anfängermesser. Ja, ich sag doch. Manchmal muss man so ein bisschen überlegen, so, wie könnte man jetzt die Gerichte zubereiten? So, Reis kocht man ja. Warum nicht? Geil. So, haben wir irgendwas gekauft gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, haben wir nicht. So, dann machen wir hier wieder unser. Ups. Tipps und Trick. Oh, Tipps im Tricks. Tipps und. Was habe ich denn jetzt geschrieben? Tipps und Tricks. Doppelpunkt Leerzeichen. Das sind nochmal weg. So, und dann machen wir mal noch das Video.
Oh, 13. Dann machen wir mal eine formelle Begrüßung. So einen wütenden Smiley. Oh, das ist. Oh, der hat halt gleich 10 Glühlampen. Aber der pusht halt hier extrem nach oben gleich. Weil die sind jetzt hier voll. Das heißt, Skript müssen wir jetzt erstmal nicht drauf achten. Das heißt, wir machen einen singenden Kommentar. Wartezeit, bevor du mit dem Komfort fahren kannst. Dann nehmen wir mal. Philus. Ne, der hat 9 Glühlampen. Sind wir bei. Ne, machen einen sarkastischen Kommentar. Können wir zwar nochmal da extra Punkte, okay, aber dann müssen wir halt gucken. Wobei Sound können wir nachher noch nachmachen mit Hintergrundmusik. Dann haben wir noch einen mörderischen Blick. Ah, fuck, das war ja. Ah, in der. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Nee. Dann machen wir einen sinnlosen Kommentar. Okay, der war scheiße. Ich. Ach toll, hier sind überall nur Interaktionen mit dabei. Guck mal, jetzt haben wir auch schon 9. Warum haben wir jetzt auf einmal 9? So viel will ich gar nicht. Wir sind jetzt halt in. Oh Gott, wir sind in der Aktion halt extrem hoch jetzt. Aber ich meine, okay, ist nicht so schlimm. Dann haben wir noch einen Abspann rein, dann kriegen wir noch ein Pünktchen. Genau, dann sind wir voll und dann müssen wir halt gucken, dass wir hier oben. Boah, 402 sind wir jetzt. Gucken, wir haben 15. Die 80 Dollar kriegen wir auf jeden Fall noch rein für die Miete. 2, 4, 6. Wir haben immer nur noch 7 hier. Das ist voll dumm. Ich jetzt 2 Stück, die ich übrig habe. Ist auch scheiße, oder nicht? So, mal gucken. Mal gucken hier. Hier mal gucken. Warte mal, das hauen wir mal raus. Das hauen wir mal rein. Dann hauen wir. Nee, das nicht. Dann hauen wir das rein. Jetzt müssen wir halt hier gucken. Hier werden wir auf jeden Fall einen Titel wählen müssen. Sonst kommen wir da nicht hoch. Und dann können wir das nehmen, dann können wir das nehmen, dann können wir das nehmen und dann können wir das nehmen. Dann passt das wieder perfekt zusammen bis auf hier. Und jetzt gucken wir mal 6, hier haben wir 9, da brauchen wir also nichts. Hier bräuchten wir, ne, hier brauchen wir auch nichts. 7 von 6, 6 von 6 haben wir, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Titel. Und wir können Hintergrundmusik. Und wir machen mal noch Fokus. Ne, machen wir nicht. Ne, machen wir auch nicht. Machen wir das hier. Dann machen wir das weg. Und machen dafür das rein. Und dann haben wir ja, 12 von 13, 9 von 6, 7 von 6, 10 von 6. Ja, rendern. Interesse 100 und 9 Rekord. Geil. Interaktion. Level up. Videobearbeitung. Videobearbeitung leveln mir halt so extrem schnell. Ist halt übel. Ich meine, da kriegst du auch mal, keine Ahnung, 40 Punkte oder so von geforderten 20. Fast immer das Doppelte. Ah, wir haben neue Karten bekommen, genau. Du fängst an mit Zutaten zu jonglieren. Lustig. Oh, da gibt's gleich 8 Interaktionspunkte. Hat halt 13 Glühlampen. Aber dann machen wir das einfach so. So, jetzt kaufen wir definitiv einen. Oh, ich vergesse das immer. Ich brauche einen neuen Rechner. Okay, kochen lernen. Kochen lernen? Ah, jetzt. Achso, ja gut, Kochtechnik-Tutorial kommt der jetzt gleich. Ist ja okay. Dann hauen wir uns mal eine Runde, dann rendert das Ding hier auch mal durch in der Zeit. Ja, 23 Stunden, Alter, rendern. Pff, halt übel. Ich mir jetzt überlegt, ich brauche jetzt für die Videos hier zum Rendern gerade mal 32, 33 Minuten. Das ist schon heftig. Nein, danke. Hamburger. Na gut, wir haben 39 Glühlampen. Mich würde trotzdem interessieren, ob wir das irgendwie hinkriegen. Anstatt 7 auch 8 oder 9 von den einzelnen keine Ahnung, Folgen, Abschnitten. Ein alles Familienrezept. Okay, zeig mal her. Wir machen. Rezept erklären, sehr gut. Steinpilztoast mit Knoblauch und Petersilienkräutern.
Anfängermesser, Steinpilztoast mit Knoblauch. Das können wir auch gut in der Pfanne machen. Ja, das machen wir. Das machen wir. Oh, geil. Nur positive Kommentare. Okay. Kleiner Topf passt. Anfängermesser. Beeindruckend. Nachbearbeitung. Geil. Mega geil. Das können wir jetzt mal richtig bewerben. Hier, komm. Da hauen wir jetzt mal rein. Wir kriegen ja eh gleich nochmal 130 Dollar. So, dann machen wir gleich hier ein neues Video. Wir haben ja eh volle Glühlampen. Oh, das ist auch für healthy. Das ist gut. Mit Anfängermesser und kleiner Pfanne. Ja. So, 39 Glühlampen, das passt alles. Rezept erklären. How to. Double Leerzeichen. Dann haben wir hier hinten wieder Zuschaueressen hin. Zuschaueressen. So, du nimmst die Zutaten. Machen wir ein Intro mit Logo. Weil wir brauchen überall 8. Das kriegt man locker hin. Du hast eine falsche Zutat verwendet. Machen wir mal einen sinnlosen Kommentar. Es ist halt gut, wenn man sich hier oben an die Smileys halten kann. Gut, bei den Fragezeichen muss man, glaube ich, so ein bisschen interagieren, so überlegen. Zutat fällt auf den Boden, aber du verwendest sie trotzdem. Lächeln nur verlegen, könnte da gut passen. Ja, passt sogar. Zutatenmischung hat eine schöne Farbe. Irgend so einen lustigen Kommentar haben wir aber nichts da. Dann machen wir mal einen philosophischen Kommentar. Okay, hat gepasst. Dann sind wir schon mal voll. Dann hauen wir jetzt noch ein bisschen Skript mit rein. Und Nachbearbeitung haben wir aber nichts. Machen wir das aber. Du wundest dich nicht, welche Zutat als nächstes kommt. Verwirrt. Ja, dann hauen wir das rein, weil dann kriegen wir jeweils noch ein Pünktchen mit dazu. Dann passt das auch. Du beschließt, eine andere Zutat hinzufügen und klärst, warum. Weil ich keine Ahnung habe. Wir haben auch nur noch 10 Sterne. Das ist heftig. 4, dann sind wir nur noch bei 6. Jetzt müssen wir irgendeinen. Okay, dann nehmen wir den rein. Dann haben wir hier voll. Und dann können wir durch den Abspann können wir bestimmt hier noch was regeln. Und dann müssen wir aber eh wieder. Zwei fallen eh wieder weg. Also müssen wir uns dann überlegen, was wir machen. Hauen wir das rein und dann sind wir hier zumindest überall voll. Haben überall mehr, bis auf das. Ja, was will sie jetzt hier? Oh nein, die will bestimmt mit mir reden. Oh Gott. Oh nein, mein Rechner ist kaputt. Oh nein. Okay, wir nehmen auf jeden Fall erstmal das hier rein. Das ist mal klar. Dann nehmen wir mal das rein. Oh, 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 ich hab, oh, oh, scheiße, nein, es passt alles zusammen und dann fehlt mir so ein Ding, ah, verdammt, mal gucken, hier sind wir voll, das heißt, wir brauchen eigentlich nichts mehr Grünes, wir brauchen hier noch, mit Interaktion, hier haben wir 3, dann nehmen wir das rein, Das passt aber auch nicht so. Okay, dann haben wir auf jeden Fall Farbe, Hintergrundmusik. 11, 9, 9, 11. Das passt. So, was braucht man? Ausblenden. Machen wir mal Ausblenden rein. Oder? Ja, das hier ist halt dumm. Das passt halt nicht zusammen. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Das ist das Problem. Lalalala. Nein, weil das passt dann müssen wir das da und nee, wir machen das so. So. Nachbearbeitung, Videobearbeitung halt schon Level 60, aber es wird schon, in der Aktion sind wir jetzt auch relativ gut dran, Sound müssen wir halt, hängt man immer noch ein bisschen hinterher, aber das ist ja, ey. Ich mache auf jeden Fall keinen Kurs. Nee, danke. Kino habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Ergebnis. 49 Dollar. 19 Dollar durch Spenden. Ah, ich glaube, die Anfänger kommen mir gerade mal ein Dislike. Was kosten 140? Warum haben wir auf einmal Kosten? Von 140? Haben wir das schon immer?